Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zurück. Ich darf vorstellen Herrn Dr. Jochen Feigl. Es geht um das Sjögren-Syndrom, eine Form des Weichteilrheumas der Kollagenosen. Und vor allen Dingen soll es darum gehen, was gibt es Neues. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Es ist Ihre Bühne. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Mein Thema heute, das Sjögren-Syndrom, was gibt es Neues? Habe ich zuerst natürlich gedacht, ja, so viel wird es wahrscheinlich nicht sein. Der Vortrag könnte relativ kurz werden, aber ich habe da natürlich doch mal ein bisschen genauer reingeschaut in die Literatur und in die einzelnen Kongresse, die letzten Monate doch auch waren. Und da gab es eben doch auch ein paar interessante Sachen dazu. Ganz vorweg, das Sjögren-Syndrom. 1933 wurde es von Henrik Sjögren zum ersten Mal beschrieben. Das war ein schwedischer Augenarzt, der sich mit trockenen Augen und gleichzeitig geschwollenen Speicheldrüsen befasste. Ist die häufigste Kollagenose-Erkrankung, die wir so haben, mit 0,5 bis 1% in der Bevölkerung vertreten, doch relativ häufig, zwar nicht ganz so häufig wie die rheumatoide Arthritis, aber doch eine der häufigeren rheumatischen Erkrankungen, die wir so sehen. Wer ist davon betroffen? Muss man ganz klar sagen, das sind eher jüngere oder beziehungsweise mittelalte Frauen zwischen 40 und 60. 19 zu 1 ist das Verhältnis zwischen Frauen und Männern schon sehr eindeutig. Warum ist das Ganze eine Autoimmunerkrankung? Wir sehen, wenn wir betroffene Drüsen untersuchen, betroffene Organe untersuchen, sehen wir eben Lymphozyten, das sind typische Immunzellen, die sich da anreichern und Entzündungen verursachen. Das können wir ganz klar in der Histologie, in der feingeweblichen Untersuchung nachvollziehen. Gleichzeitig finden wir aber auch typische Phänomene im Labor und Autoantikörper, wie Sie hier die in grün dargestellten sogenannten ANAs sehen. Da ist für uns eben ganz klar, das ist eine autoimmune rheumatologische Erkrankung, da können wir das einordnen. Was für Symptome macht das Ganze? Wie teilen wir das ein? Als Rheumatologe ist das relativ schwierig. Es gibt das klassische Sjögren-Syndrom, so würde ich das bezeichnen. Das ist das, was die meisten Patienten eben auch beschreiben. Das sind trockene Schleimhäute aller Art. Das ist vor allem eine stark beeinträchtigende Müdigkeit. Und es sind eben Gelenkschmerzen, manchmal auch Gelenkentzündungen, die die Patienten haben. Und dann ist es für uns Ärzte immer wichtig noch, dass es eben auch andere Organmanifestationen gibt, also andere Organe können betroffen sein außerhalb der Speicheldrüsen. Wir reden dann von einer schweren, teilweise auch lebensbedrohlichen Erkrankung. Die kann dann eben auch die Lunge betreffen. Es gibt Gefäßentzündungen, die dann eben zum Beispiel die Nerven betreffen oder auch die Haut. Die Niere kann beteiligt sein oder auch Lymphdrüsenkrebs, der doch häufiger vorkommt bei Patienten, die diese Erkrankung haben, eben als Zeichen wahrscheinlich dieser gesteigerten Immunaktivität der Immunzellen. Und was für uns eben schwierig ist als Rheumatologen, wir wissen eigentlich nicht genau, welcher Patient entwickelt welche Manifestation. Wir haben keine Marker, wir können das nirgends an keinen Dingen vorhersagen, wer eine schwere Erkrankung entwickeln wird, beziehungsweise wer eine für uns relativ harmlose Erkrankung mit den klassischen Symptomen, wobei das für Patienten natürlich immer anders gesehen wird, entwickelt. Deswegen habe ich da ein bisschen geschaut, neuere Wissenschaft beschäftigt sich auch damit, welche Patienten entwickeln eben welche Symptome. Und da habe ich ein Poster gefunden auf dem Europäischen Rheuma-Kongress von 2020. Da hat man mal geschaut, welche Patienten haben denn, wenn sie wie alt sind, welche Symptome. Also wenn junge Patienten die Erkrankung bekommen, also vor dem 35. Lebensjahr, das waren fast 2000 Patienten, wo man das sich angeschaut hat, was für Symptome haben die denn eigentlich? Da sieht man natürlich die klassischen Symptome wie trockener Mund und trockene Augen hier in dem knalligen Grün dargestellt, die sind bei allen immer da, aber hier nicht ganz so häufig. Und was wir eben sehen, wo das hellere Grün etwas häufiger vorkommt, das ist eben die geschwollenen Lymphknoten, aber auch die geschwollenen Speicheldrüsen und die für uns so typischen auffälligen Laborwerte, das ist jetzt hier ganz rechts mit dem Komplementverminderung oder diesen Leukozytenverminderungen im Blut zu sehen. Zusätzlich, das ist das Interessanteste eigentlich an dieser Folie, hat man gesehen, dass diese Lymphome, also diese Lymphdrüsenkrebsmanifestation hier auch durchaus häufiger vorkommt als bei der Gruppe der Mittelalten, der Standardpatientengruppe, die das in dem Bereich zwischen dem 40. und dem 60. Lebensjahr entwickeln. Also hier sehen wir klassischerweise, dass das Immunsystem also sehr aktiv ist bei diesen jüngeren Patienten. Wahrscheinlich ist das dann auch der Grund, warum die häufiger eben solche Lymphome bekommen. Wenn man jetzt bei den Älteren guckt, also bei Patienten, die das über 65 zum ersten Mal bekommen, diese Erkrankung, dann sehen wir auch, dass der trockene Mund oder die Schleimhäute, die trockenen Schleimhäute sehr häufig vorhanden sind. Hier in dunkelblau ist jetzt die ältere Gruppe dargestellt. Die Patienten hier haben dann aber allerdings auch etwas häufiger eine Lungenbeteiligung, das ist die interstitielle Lungenerkrankung. Und sie haben zusätzlich auch eben wieder häufiger als die Kontrollgruppe, also als die mittelalten Patienten, diese Lymphome.
Wahrscheinlich ist es eine andere Ursache bei den älteren Leuten. Wahrscheinlich ist es das Alter, was das Ganze hier ausmacht. Was wir hier weniger häufig sehen, erwarten wir wahrscheinlich auch so, weil das Immunsystem im Alter etwas weniger kompetent scheint, sehen wir diese Antikörperausprägungen im Blut, die sind hier weniger häufig da. Also für uns ist das vielleicht ganz hilfreich, dass wir mal gucken können, welche Patienten sind eigentlich die Risikogruppe, zum Beispiel für so ein Lymphom. Welche müssen wir nochmal genauer untersuchen, bei welchen ist es sozusagen nicht ganz so wahrscheinlich, aber insgesamt müssen wir natürlich bei allen schauen. Und wahrscheinlich gibt es eben verschiedene Ursachen für diese Lymphome. Wir machen bei jüngeren Patienten eben eine andere Ursache, die Erkrankung selber, während es bei den älteren Patienten wahrscheinlich eher das Alter an sich eine Rolle spielt. Die Immunphänomene nehmen mit dem Alter ab, das haben wir auch so bei anderen Erkrankungen schon gesehen und erwarten das im Prinzip auch. Dann will ich Ihnen eine andere Sache nicht vorenthalten. Die EULA, die Europäische Rheuma-Gesellschaft, hat letztes Jahr im Herbst auch Empfehlungen herausgegeben zur Behandlung des Sjögren-Syndroms. Die sind für Patienten, sag ich mal, nicht so unbedingt relevant, weil da jetzt keine neuen Therapien vorgestellt werden, keine wirklich bahnbrechenden Ansätze, wie wir was behandeln können, vor allem was eben die Trockenheit der Schleimhäute und so angeht, das, was im Vordergrund für den Patienten häufig steht. Für uns Rheumatologen sind sie natürlich nicht minder wichtig, weil eben für alle möglichen, auch schweren Organmanifestationen mal zusammengefasst auch dasteht, welche Therapien oder wo gibt es die meisten Evidenzen, also wo gibt es die meisten Studiendaten dazu, weil wir werden gleich sehen, so richtig zugelassene Therapien gibt es für diese Erkrankung leider noch nicht. Also wer da ins Detail gehen will, kann sich das nochmal angucken. Ich habe das nicht jetzt als Folie mitgebracht, damit Sie da durchgucken können, sondern nur, damit man einmal sehen kann, es gibt auch hier auf der wissenschaftlichen Seite Neuerungen zum Sjögren-Syndrom. Ich habe mal geguckt, aktuelle Therapien, das ist natürlich das, was auch Patienten interessiert. Ich habe mal geschaut, bei der rheumatoiden Arthritis haben wir einen bunten Strauß, muss man sagen, von zugelassenen Medikamenten. Die Wirkstoffe sind im Prinzip, ich habe mal grob überschlagen, 19 Stück, die zugelassen sind. Das sind die sogenannten Biosimilars jetzt nicht mit drin, aber da können wir im Prinzip frei wählen nach Gusto, was man da so haben möchte, je nachdem, was der Patient für Erkrankungen mitbringt. Beim Sjögren-Syndrom sieht das ganz anders aus, da haben wir leider kein einziges zugelassenes Medikament. Das heißt nicht, dass wir da keine Medikamente einsetzen. Viele von Ihnen wissen wahrscheinlich selber, dass sie oder haben das erfahren, dass sie selber auch Medikamente einnehmen. Das sind im Prinzip Medikamente aus der klassischen Rheumatologie. Die sind leider nur nicht zugelassen für das Sjögren-Syndrom. Aber ich habe mal geguckt jetzt in diesen neuesten Entwicklungen der letzten Monate. Es gibt vielleicht schon ein bisschen Hoffnung am Horizont, eine kleine Pflanze in der Wüste. Vielleicht haben wir doch das ein oder andere in der Pipeline, wie wir so schön sagen, wo es sich mal lohnt, genauer hinzuschauen. Ich habe hier mal zwei Medikamente mitgebracht. Das ist die eine Studie davon, das ist das Leflunomid. Das kennen die Rheuma-Patienten relativ gut. Das ist ein klassisches rheumatologisches Medikament. Und das Hydroxychloroquin, auch das war jetzt zuletzt ja aufgrund von Corona in aller Munde, aber auch das ist ein klassisches rheumatologisches Medikament. Das wurde bei 29 Patienten, also einer sehr kleinen Gruppe, in 6 Monatszeiträumen eingesetzt mit einem Sjögren-Syndrom. Und hier sieht man mal die Ergebnisse dargestellt. Dunkel, also schwarz mit diesen schwarzen Kullern, das ist die Gruppe, die diese Medikamentenkombination erhalten hat. Und in Grau, das ist die Gruppe, die ein Placebo erhalten hat, also ohne Wirkstofftabletten. Und wir sehen, dass es zwar am Anfang relativ gleich abfällt, und aber nach Monat 24 haben wir doch einen deutlichen Unterschied in dem Aktivitätsscore, den man für Studien für diese Erkrankung nimmt, den sogenannten SDI, der ist relativ kompliziert. Da haben wir einen Unterschied von 4,35, das ist schon ordentlich. Die Frage ist sozusagen, was bringt das dem Patienten? Bei der Sicca-Symptomatik, da sehen wir erstmal nicht wirklich Unterschiede. Das ist ja das, was für Patienten eben diese Trockenheit eine große Rolle spielt. Aber interessanterweise fand ich bei der, das sind jetzt Esprit-Scores, das sind Patientenscores, die Patienten selber ausfüllen, da sehen wir eben, was die Müdigkeit betrifft, die ja viele Patienten auch beklagen, und die Schmerzen, dass es da auch wieder in Dunkel, in Schwarz, deutliche Unterschiede gibt in den Scores nach 24 Wochen. Also das ist vielleicht durchaus ein interessanter Therapieansatz, diese Kombination der beiden Medikamente einzusetzen, um vielleicht auch dann für diese Patienten etwas Linderung zu schaffen. Dann gibt es ein neues Medikament, ein sogenanntes Biologikum, ein Antikörper, das Ianalumab. Da gab es eine Phase-2-Studie, auch erst kürzlich publiziert. Das sind im Prinzip Antikörper gegen den B-Zell-Aktivierungsrezeptor, also gegen die Immunzellen letzten Endes, die für das Sjögren-Syndrom maßgeblich sind in der Pathogenese.
Der Antikörper wirkt auf verschiedene Mechanismen. Er verhindert einmal die weitere Differenzierung dieser Zellen, aber kann auch diese Zellen direkt quasi verringern im Körper. Und da hat man 190 Patienten eingeschlossen in einer Phase-2-Studie, also in einer Studie, wo man nach Sicherheitssignalen guckt, aber auch, wo man schaut, welche Dosis ist denn vielleicht die richtige, und hat das auch wieder über 24 Wochen beobachtet. Das ist ein Antikörper, den man einmal pro Woche sich spritzt. Und hier hat man eben, wie gesagt, drei verschiedene Dosierungen verwendet. Patienten haben interessanterweise noch andere bekannte Rheumamittel genommen und Cortison. Welchen Einfluss das jetzt hatte, das muss man, glaube ich, mal in der Zukunft schauen. Was kam dabei raus? Hier, ganz interessant, das ist für Sie jetzt wichtig, das Rote, die rote Kurve und die etwas verdeckte schwarze Kurve. Das sind die beiden Kurven, die relevant sind. Die schwarze Kurve ist nicht die Placebo-Kurve und die rote Kurve ist die Höchstdosis von 300 Milligramm. Da haben wir wieder diesen Aktivitätsscore, der relativ komplex ist. Der ist mit der Medikamentengruppe in der höchsten Dosierung um 89,4% abgefallen, also schon immens. Allerdings, Sie sehen, der Placebo-Score, der ist auch schon um -61% abgefallen. Und da gab es tatsächlich nicht, oder es ist nicht zu erklären, warum der Placebo-Effekt oder warum das Placebo so gut wirkt. Das muss man einmal gucken. Der Unterschied zwischen beiden, Placebo und diesem starken Abfall in der 300-Milligramm-Gruppe, war dennoch statistisch signifikant. Wichtig ist, es gab keine negativen Sicherheitssignale, also das ist wirklich erstmal gut. Und es gab leider, das ist für Patienten ist wieder der wichtige Teil, keine Unterschiede in den Esprit-Scores. Das sind also diese Scores, die Müdigkeit, diese Trockenheit und die Schmerzen an den Gelenken zum Beispiel bewerten. Das ist also was, wo man mal gucken muss. Insgesamt bleibt es also spannend, was da noch in diesem Medikament sich weiter ergibt. Am Ende muss man sagen, obwohl das Sjögren-Syndrom die häufigste Kollagenose ist, die wir kennen, gibt es halt weiterhin keine zugelassene Therapie. Es sind immer Medikamente in der Pipeline, viele sind in der Vergangenheit gescheitert. Die Forschung konzentriert sich darauf, dass wir einzelne Erkrankungsgruppen bei den Patienten besser definieren können. Und es gibt gerade zwei vielversprechende Therapieansätze mit dem Leflunomid und dem Hydroxychloroquin als Kombinationstherapie. Und zum Ianalumab muss eben auch noch weiter geforscht werden und dann werden wir sehen, wie da die Ergebnisse im weiteren Verlauf sein werden. Vielen Dank. Prima. Einmal auf den Platz nehmen. Ja, vielen Dank. Toller Überblick. War sehr schön. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz sagen, diese Trockenheit, die steht ja neben der Abgeschlagenheit für die Patienten meistens so ganz im Vordergrund. Was ist noch mal diese Ursache von der Trockenheit? Das ist die chronische Entzündung der Speicheldrüsen, also wenn wir jetzt auf den Mund zum Beispiel eingehen, dann ist es dort eben, dass da diese Entzündung zerstört im Prinzip die Speicheldrüse und dann funktioniert das Ganze nicht mehr richtig, das System. Und dann kämpfen die Leute eben mit der Trockenheit. Und es gibt verschiedene Phasen in der Erkrankung. Manchmal kann man die noch stimulieren, die Drüsen, in einer früheren Phase, in einer späteren Phase. Wenn die Drüsen im Prinzip vernarbt sind, dann ist eine Stimulation sehr schwierig und dann ist es eben auch schwierig für Medikamente, da irgendeinen Effekt zu zeigen. Ist das auch der Grund, weshalb man mit dem Cortison gar nicht so viel erreichen kann bei dieser Trockenheit? Oder wir haben ja generell das Gefühl, dass unsere Medikamente, die immununterdrückenden Medikamente, eigentlich wenig Effekt auf die Trockenheit haben. Ist das der Grund? Also in meiner Wahrnehmung ist das schon der Grund. Patienten profitieren eigentlich sehr wenig vom Cortison. Wenn Sie solche klassischen Symptome haben, da können wir wenig helfen. Okay, dann hatten Sie ja dargestellt, neben der Abgeschlagenheit und der Trockenheit gibt es noch andere Komplikationen, wie zum Beispiel die Lungenbeteiligung. Ist das was bei jedem Patienten kommt und es einfach nur eine Frage der Zeit ist? Oder ist das einfach ein Pech, bei dem es kommt und bei den meisten kommt es nicht? Also es kommt nicht bei jedem, das ist ganz wichtig, dass man jetzt nicht denkt, jeder kriegt das, sondern es ist tatsächlich unklar für mich, für uns, welcher Patient eine Lungenbeteiligung entwickelt. Und das ist natürlich auch ein Teil, wo man sich in der Forschung jetzt darauf konzentrieren muss, dass wir möglichst diese Leute früh rausfinden, wo wir genauer hinschauen müssen. Wir können natürlich nicht jedem Patienten alle 6 Monate ein CT der Lunge unterziehen, das ist einfach strahlenmäßig, macht das keinen Sinn. Da denke ich, müssen wir gucken, welche Patienten sind eben besonders gefährdet, diese Lungenbeteiligung zu bekommen. Dann hatten Sie gesagt, muss man regelmäßig gucken, ob es irgendwie eine Lymphomentwicklung gibt, also dass sich Lymphknoten irgendwie entarten. Gibt es da eine offizielle Empfehlung, wie häufig man da nachgucken soll, ob da sich so eine eigenständige Erkrankung noch zusätzlich gebildet hat? Also wir schauen das einmal im Jahr in der Regel routinemäßig nach mit Ultraschall. Das ist die einfachste Methode. Und das sind die Sachen, die wir so durchführen. Ich glaube, da sind wir auch mit den anderen Rheumatologen im Hamburger Raum und deutschlandweit auf einer Ebene. Prima, ganz herzlichen Dank. Vielen Dank.